Hallo und willkommen zu diesem Video. Ich und Alex, hier ist Alex direkt neben mir, werden uns euch jetzt zeigen, wie man ins Aschetalp-Video kommt. Eigentlich war dieses Video schon länger geplant, aber es gab Probleme mit dem Mikro, da sich jemand gewünscht hat, dass ich es mit dem Mikro mache. Und eigentlich wollten Alex und ich euch zeigen, wie man ins Aschetal reinkommt. So wie Fabi es ja auch gezeigt hat in seinem Video, nur leider wurde jetzt für jeden, der noch nicht im Aschetal war, dieser Weg von SSO gesperrt. Also Alex und ich können da noch rein, da wir schon mehrmals drin waren, wo es noch erlaubt war. Aber wir gehen da auch jetzt nicht wie öfters rein, weil es wäre ja sonst unfair, wenn wir rein könnten und die anderen könnten alle nicht rein, nur weil sie noch nicht da waren. Und ja, deswegen würde ich sagen, genießt einfach diesen Ausblick vom Aschetal. Und vielleicht kommt er ja irgendwann ins Spiel rein, weil wer weiß. Auf jeden Fall musste man hier hoch, um reinzukommen. Das bedarf etwas Übung, aber nachdem man es mehrmals gemacht hat, klappt es eigentlich ganz gut. Hier habe ich mir auch eine Markierung gesetzt, damit ich den Weg finde. Da sind wir. Und ja, wie gesagt, leider kommt man nicht mehr ins Aschetal rein, wenn man noch nicht drin war. Aber wenn man jetzt schon drin war, so wie Alex und ich, dann kommt man da rein. Und ich hoffe einfach, euch gefällt das Video, auch wenn ihr jetzt nicht mehr rein könnt. Jetzt, sorry für den kurzen Takt. Es gab kleine Schwierigkeiten im Hochkommen, ja. Und auf jeden Fall, es ist ganz okay, hier hochzukommen. Jetzt nicht unbedingt sehr schwer. Wenn man es etwas geübt hat, dann klappt das eigentlich ganz gut. Und hier seht ihr jetzt das wunderschöne Aschetal. Da hinten ist Elisabeths Haus. Soweit mich nicht alles täuscht, war das mal Elisabeths Haus? Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz so sicher, weil ich noch nicht so lange SSO spiele. Aber mir wurde mal gesagt, dass es das Elisabeths Haus ist. Dann müsst ihr hier runterkommen, da hochklettern. Also hier hochklettern, mit Fotomodus am besten stoppen. Und ist nicht schlimm, wenn ihr mal zurückkatapultiert wird. Das ist jetzt nicht so tragisch. Es braucht halt mehrere Anläufe. Manchmal klappt es gut, so wie gerade eben. Manchmal klappt es eher nicht so gut. Aber alles in allem ist es eigentlich recht möglich, rüberzukommen. Und ja. Man muss noch halt ein bisschen üben und üben und üben. Aber vielleicht kommt man ja auch irgendwann legal ins Aschetal. Also es war ja mal legal, aber jetzt hat SSO es ja geschlossen. Was ich persönlich extrem schade finde. Aber okay, muss SSO selbst wissen. Erstens sagen sie laut Fabi, sie erlauben es. Dann erlauben sie es doch nicht mehr. Also ja. Dann muss man jetzt einfach nur versuchen, hier hochzukommen. Manchmal klappt es besser, manchmal klappt es überhaupt nicht. Aber ja, auf jeden Fall seht ihr ja hinten schon ein kleiner Teil des Aschetals. Und wie man bei alles sieht, ist es möglich. Ich hatte es auch mal geschafft. Und ja, ich hoffe, mein Mikro ist nicht ganz so bescheuert, weil ich habe zurzeit keins. Also meine Stimme ist nicht ganz so bescheuert, weil ich habe zurzeit keins. Also kein Mikro. Und unsere WLAN-Verbindung ist jetzt auch nicht die beste. Sie ist schon in Ordnung, aber jetzt nicht die beste. Und wie ihr seht, sind wir jetzt im Aschetal. Wir haben es tatsächlich geschafft. Es sieht noch etwas sehr alt aus. Also so wie es so vor ein paar Jahren. Aber sonst sieht es eigentlich schon ganz cool aus, muss man sagen. Ich bin gespannt, was es so hier draus macht. Und dann würde ich sagen, erkunden wir es mal kurz. Man kann hier natürlich überall rumklettern und so. Und ich würde sagen, wir bleiben jetzt mal kurz auf dem Weg, weil es gibt eh außer diesen rauchenden Fontänen hier nicht viel fernab vom Weg zu sehen.
Und immer wenn man sich vom Bild entfernt, erscheint halt dieses Symbol, also dieser Satz. Und hier ist Elisabeths Haus, das halb im Boden feststeckt. Das ist ja auch völlig normal, dass ein Haus halb im Boden feststeckt. Und dann gehen wir jetzt mal in den Vulkan rein, in das Ding da. Und das ist auch ziemlich cool gemacht, da man tatsächlich auf der Lava laufen kann. Und das ist halt schon ziemlich cool, vor allem für Fotos und so. Auf jeden Fall hat sich NSO hier schon ziemlich Mühe gegeben. Und ich hoffe, dass da auch noch was Vernünftiges draus wird. Und dass es halt vielleicht sogar die neue Story-Quest geben wird, also nachdem man Schrift gerettet hat. Weil das wäre mal ein guter Einstieg für das Gebiet. Und ja, ich finde, es sieht schon ziemlich cool hier aus. Und da würde ich sagen, zeige ich euch auch schnell, wie man hier rauskommt. Am besten. Ihr müsst, also falls ihr schon mal im Aschtal wart, weil sonst kommt ihr nicht mehr rein. Aber falls ihr mal irgendwann legal hier rein könnt, weil es euch erlaubt hat, wenn hier irgendwann neue Story-Quests kommen, dann muss man halt nah an der Wand reiten und gucken, sozusagen durch die Wand gucken und irgendwann wird hier dann so ein leichter Vorsprung sein, wo man hochspringen muss. Das ist jetzt auch nicht ganz so einfach. Ich meine, es wäre da, ihr habt das hier. Aber es ist möglich. Es ist möglich, aber es ist ziemlich schwer, hier wieder rauszukommen. Aber ganz ehrlich, wer will dann auch hier raus, wenn man hier über Lava laufen kann? Ich meine, das ist mega genial für Fotos. Und ich finde es einfach ein richtig schönes Tal. Und ja, dann würde ich sagen, beende ich mal dieses Video hier. Und verlinke euch noch ein paar andere Videos von mir. Und würde ich sagen, verabschiede ich mich mal. Und dann bis zum nächsten Video. Bye bye.